Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2019. Wir öffnen Türchen Nummer 17 und hier versteckt sich ein dekoratives und süßes Keksdosenset von Firma Birkmann. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der lieben Kiras von Kiras Bakery. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Rezept aus dem Food Adventskalender 2019. Heute an Tag 17 bin ich mit meinem zweiten Rezept dran und natürlich gibt es auch wie auch sonst heute ein Gewinnspiel und falls ihr Interesse daran habt, dann bleibt einfach bis zum Ende dran, dann sage ich einfach, was ihr dafür tun müsst. Genau, und heute gibt es als zweites Rezept von mir eine richtig schicke Lebkuchen-Schokotorte. Die ist im Prinzip einfach hergestellt, braucht ein bisschen Zeit, aber ich zeige euch alles in Ruhe. Dann kommen wir direkt zu den Zutaten. Für den Lebkuchenteig brauchen wir jetzt als erstes Mehl, Backkakao, außerdem Natron und Backpulver. Wir brauchen Zimt, eine Prise Salz, braunen Zucker, dann ein Ei sowie kalte in Würfel geschnittene Butter und dann noch Zuckerrübensirup. Der Lebkuchenteig ist auch wirklich sehr einfach. Ihr müsst jetzt einfach nur alle Zutaten nach und nach in eine Schüssel geben und dann mit der Hand einfach zu einem glatten Teig verkneten. Und nicht wundern, am Anfang sieht das ein bisschen trocken aus, aber das kommt wirklich zusammen, wenn man fleißig knetet und die Butter warm wird durch die Handwärme. Und noch als kleiner Tipp, falls ihr keinen Zuckerrübensirup da habt, könnt ihr das auch sehr gerne einfach durch Honig ersetzen. Das geht auch. Ich knete dann den Lebkuchenteig nochmal gerne auf der Arbeitsfläche zusammen, weil ich dann dadurch ein besseres Gefühl dafür bekomme. Ansonsten ist der Lebkuchenteig auch ein bisschen fester als normaler Mürbeteig, also da braucht man ein bisschen Armkraft, nicht wundern. Und dann wären wir fertig mit dem Lebkuchenteig. Den drücken wir jetzt ein wenig flach, wickeln den in Frischhaltefolie ein und der kommt dann für eine gute halbe Stunde oder Stunde in den Kühlschrank. Allerdings habe ich jetzt aber erst am nächsten Morgen weitergemacht. Ihr könnt den aber natürlich auch, wie gesagt, nach einer halben Stunde weiterverarbeiten, das ist gar kein Problem. Für mich geht es jetzt am nächsten Morgen weiter und ich habe den Teig nochmal geschmeidig geknetet auf der Arbeitsfläche, weil der natürlich über Nacht jetzt ein bisschen hart geworden ist. Falls ihr den Lebkuchenteig aber jetzt nur eine Stunde im Kühlschrank gehabt haben solltet, dann braucht ihr den glaube ich auch gar nicht weich zu kneten. Müsst ihr mal schauen, je nachdem wie weich der jetzt ist. So, dann wird der Lebkuchenteig einfach mit einem Nudelholz auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche einmal ausgerollt und dabei immer natürlich den Teig anheben, damit der nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Mit einem Lebkuchenmännchen-Ausstecher stecht ihr euch jetzt einfach den Teig aus. Und ich habe versucht, den Teig relativ dünn zu halten, weil ich wollte halt nicht, dass die Lebkuchenmännchen zu dick sind, wenn wir das gleich an die Torte kleben. Hier seht ihr nochmal, wie dick ich das Ganze ungefähr ausgerollt habe. Also es war schon ziemlich dünn, würde ich sagen. Und noch ein kleiner Tipp, falls ihr einen kleineren Lebkuchen-Ausstecher als ich haben solltet, ist es besser. Ich muss nämlich sagen, dass ich sogar meine Lebkuchenmännchen einen Tick zu groß für meine Torte fand, weil ich wollte eigentlich, dass sie ein bisschen kleiner werden. Naja, so viel dazu. Also da könnt ihr schauen, je nachdem, groß ihr das haben wollt. Und die Lebkuchenmännchen werden jetzt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für gute 10 bis 12 Minuten gebacken, je nachdem natürlich, wie groß eure Lebkuchenmänner sind. Und nicht wundern, nach dem Backen sind die Lebkuchenmänner noch ein bisschen weich. Das ist überhaupt nicht schlimm, also die härten auch noch aus, wenn sie komplett auskühlen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt meinen lockeren Schokobiskuit einmal gebacken. Das Rezept dazu ist gerade in einem separaten Video als Grundrezept online gegangen. Das heißt, falls ihr Interesse daran habt, dann schaut mal gerne unten in der Infobox vorbei. Ich werde euch dann das Video dort verlinken. Und wir machen jetzt mit der Schokocreme weiter. Dafür benötigen wir einmal Creme fraiche, außerdem Mascarpone, Puderzucker, dann brauchen wir Backkakao. Wir brauchen zimmerwarme Butter, außerdem noch flüssige geschmolzene Zartbitter und Vollmilchschokolade. Und dann fangen wir direkt an. Als erstes schlagen wir jetzt die zimmerwarme Butter gemeinsam mit dem Puderzucker jetzt in einer Schüssel mit dem Handmixer auf höchster Stufe richtig schön weißschaumig auf. Und ihr seht, da hatte ich jetzt ein Problem. Meine Butter war jetzt nicht zimmerwarm, sondern noch ein bisschen zu hart einfach. Und deshalb hat das Ganze ja ein bisschen länger gedauert. Am Anfang bröselt das und die ganze Butter fliegt euch um die Ohren. Deshalb wirklich ein wichtiger Tipp. Habt die Butter zimmerwarm und falls ihr es vergessen solltet, legt sie einfach für kurz eine Minute einfach in die Mikrowelle. Lasst sie ein bisschen weich werden und schlagt sie dann richtig schön auf. Als nächstes rühren wir einfach nur Mascarpone und Frischkäse noch ein. Und als nächstes rühren wir jetzt die geschmolzene Zartbitter und Vollmilchschokolade ein. Und an dieser Stelle ist es wirklich super wichtig jetzt, dass die geschmolzene Schokolade nicht zu heiß ist. Also sie sollte flüssig sein, aber nicht mehr warm. Das heißt, lasst ihr einfach wirklich für 15 Minuten auf Zimmertemperatur auskühlen, weil ansonsten schmilzt euch die Butter.
Zu guter Letzt den Backkakao noch dazugeben und dann die Creme nochmal wirklich für gute 3 bis 4 Minuten richtig schön fluffig aufschlagen auf höchster Stufe. So wird sie einfach gleich beim Verzehr nicht mächtig. Und so sieht jetzt unsere Creme aus. Ich bereite schnell meinen Arbeitsplatz vor und dann geht's weiter. Auf meinem Arbeitsplatz habe ich jetzt einmal den lockeren Schokobiskuitboden, den habe ich in 3 geteilt, so dass ich 4 Böden erhalte. An der Seite habe ich die Schokocreme und es ist wichtig, dass ihr die jetzt in der Zwischenzeit auf gar keinen Fall in den Kühlschrank stellt, weil ansonsten wird sie hart und ihr könnt sie überhaupt nicht gut verstreichen. So, als erstes gebt ihr jetzt einfach den ersten Schokoboden auf eine schöne Servierplatte, verteilt ein bisschen von der Creme darauf, dann kommt wieder der nächste Schokoboden rauf und so stapelt ihr einfach weiter, bis ihr jetzt alle Böden aufgebraucht habt. Und ein kleiner Tipp, beim Schichten nicht zu viel von der Creme jetzt in der Zwischenschicht benutzen, weil ansonsten wird die Torte zu mächtig, weil wir brauchen auf jeden Fall am Ende noch was von der Creme, damit wir das Ganze noch einstreichen können. Und ein kleiner Tipp, falls ihr nicht so gerade stapeln könnt, könnt ihr das Ganze gerne auch mit einem Tortenring machen. Das heißt, ihr stellt um den ersten Tortenboden einfach einen Tortenring und stapelt dann so die Torte. Im Anschluss könnt ihr dann den Tortenring direkt einfach entfernen und so dann die Torte einmal komplett mit der restlichen Creme glatt streichen. Als nächstes verteilt ihr jetzt eine richtig fette Schicht von der Creme nur auf die Oberfläche der Torte, weil wir wollen gleich eine schöne Optik da reinbringen und es ist wichtig, dass wir da einfach jetzt eine dicke Cremeschicht noch haben. Als nächstes stellt ihr eure Torte jetzt auf eine drehbare Tortenplatte. Ich habe zum Beispiel jetzt so ein Pizzarad unten, Hauptsache irgendetwas, was sich halt drehen lässt. Dann schnappt ihr euch einen Löffelrücken oder ja, einen Gabelrücken, irgendein Besteck. Und dann müsst ihr in der Mitte ansetzen von der Torte oben an der Oberfläche. Und dann dreht ihr einfach jetzt die Tortenplatte und fahrt dann mit dem ja, Löffelrücken einfach auf der Oberfläche entlang, so dass ihr da so eine Spirale habt oben. Das zeige ich euch gleich nochmal besser. Wir sind auch fast fertig. Als nächstes bestreichen wir einfach nur unsere ausgekühlten Lebkuchenmännchen mit etwas Schokolade und verleihen den Männern dann noch einfach mit ein paar Streuseln Augen und dann noch ja so Knöpfe einfach auf die Brust und dann lassen wir das Ganze auskühlen und dann kommen wir zum Dekorieren. Zu guter Letzt klebt ihr die Lebkuchenmänner nur noch an den Rand der Torte. Die Oberfläche könnt ihr gerne noch mit ein paar Streuseln dekorieren, damit es abgerundet ist. Und somit wäre unsere leckere und auch süße Lebkuchen-Schokotorte fertig und ihr könnt sie sofort servieren und genießen. Die Torte an sich ist gar nicht so mächtig, also dafür, dass wir hier sehr viel Schokolade im Spiel haben, ist sie durch den Biskuit wirklich sehr locker. Und falls ihr jetzt auch Interesse am Rezept habt, dann schaut mal gerne unten in der Infobox vorbei. Dort ist mein Blog mit den genauen Mengenangaben sowie den Zutaten verlinkt. Ja, so viel zum Rezept, dann kommen wir auch schon zum Gewinnspiel. Ganz einfach, ihr müsst dafür mir nur einfach einen Kommentar unten in den Kommentaren natürlich hinterlassen mit dem Hashtag Folk2019 und dann wandert ihr auch schon direkt in den Lostopf. Falls ihr noch weiteres zu den Teilnahmebedingungen wissen wollt, schaut mal gerne unten in der Infobox vorbei. Und falls ihr jetzt Lust auf noch mehr Rezepte habt, dann schaut doch mal gerne beim lieben Marcel vorbei, der war nämlich gestern dran. Und morgen ist die liebe Sugar Princess mit einem Rezept dran, also falls ihr Lust habt, dann schaut mal wie gesagt gerne bei den anderen vorbei. Ich werde euch die beiden Videos natürlich hier im Anschluss auch noch verlinken. Und ja, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!